und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von meiner Wenigkeit auf den wunderschönen Kanal Inso 820. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier in den heiligen Hallen von Kampfkunst Lifestyle, David Schibitzki, Retro Lifestyle. Wen haben wir noch vergessen? Kein mehr. Und wir haben hier Tochter. Hallo. Nicht meine. Und hier Mr. Kampfkunst Lifestyle. Oh Gott, hat mich erschrocken. Kampfkunst Lifestyle, David Schibitzki, Retro Lifestyle und Davidus. Ach ja, stimmt, den gab's auch mal. Davidus habe ich voll vergessen. Den gab's auch mal. Wenn du willst, dass ich. Hier, das machen wir. Ah, da ist er, der Kim. Davidus. Ja, ja, stimmt. Na, Daddy. Ja, ja. Also, ich hatte ja letztens bei TikTok, bei Kampfkunst Lifestyle, habe ich ja was kommentiert und mir wurde geschrieben, ich soll bei dem guten David aufpassen, weil der nutzt mich aus. Ich kann nicht verstehen. Ich verstehe, David, verstehst du das? Was, dass ich dich ausnutze? Ja. Ich habe halt YouTube ausgenutzt. Laut YouTube. Du, ich google auch heute noch über mein Leben, was ich nicht weiß. Das ist genau dasselbe. Ich weiß immer noch ganz viele Sachen nicht, die von mir, die ich ja eigentlich hätte wissen müssen. Internet, schon crazy stuff dabei. Also ich kann das ja nur nicht verstehen. Ich glaube auch, ich meine, die Person, die kennt mich auch schon wohl aus David seinen Videos. Bei dem bin ich wohl kein ganz Unbekannter. Ich frage mich einfach, wie kommt man denn da drauf? Auf so eine Kacke. Aber naja, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar TikToks gedreht. Ja, die Tochter muss wieder hinhalten. Immer. Sie darf mich ja hauen. Ja. Ja. Und ich werde hier sitzen und mir das angucken und mich totlachen, weil David verhaut hier eine Szene nach der anderen. Ja, ich bin immer nicht so der beste Redner, auch wenn es in den Videos so rüberkommt, aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Outtakes ich manchmal habe. Ah, das waren sehr viele. Ja. Das Kommentar, das blende ich mal hier irgendwo ein. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das fand ich jetzt frech. Ich meine, das ist ja ein Streit vor meiner Zeit. Ja, weit vor deiner Zeit. Ja, da lebte Obi, da war Darth Vader noch Anakin. Ja. Wir hatten ja auch mal ein schönes Video darüber gemacht. Ja, und das ist ja etwas, was immer wieder alle Jahre auftaucht. Und in dem Video hatten wir ja gesagt, da saßen wir bei dem Auto und da habe ich ja ganz klar auch mal gesagt, es ist so ein bisschen wie die Ex, ne, die sich wohl immer irgendwie noch an den Fick erinnert, den du mit ihr hattest und die einfach nicht von dir loskommt. Ja, weil selber denkt man nicht mehr an die, aber die kann nicht aufhören, an einen zu denken. Und immer wieder kommt dann von der Richtung irgendwann mal wieder was geschossen oder mal irgendwas gepostet und du denkst dann so, hä? Ach ja, die gab es ja auch noch, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, ne? Was die aber dann nicht abkönnen, ist, wenn man sich dann mal verteidigt oder einfach mal so ein bisschen klar Text redet, einfach mal den Leuten auch so ein bisschen offen zeigt, wie es eigentlich wirklich war, dann fangen nämlich die Leute an, einen ganz schnell zu blocken oder zu blockieren und nicht mehr drauf zu reagieren, weil sie einfach wissen, das, was ich alles an Archiven habe, wenn ich das mal loslasse, dann geht der ganze Haufen nämlich unter, weil was die alle untereinander und hier und da und ich habe da auch noch Kontakte zu anderen Leuten, die auch mit denen und ach komm, hör auf, ne? Das ist die reinste Suppe da, wirklich. Und in der will ich gar nichts mit zu tun haben. Ja, also ich muss sagen, dafür, dass der Kommentator ja, sowas schreibt. Dazu muss ich aber sagen, er kennt uns beide nicht persönlich. Ne. Er kennt dich überhaupt, hauptsächlich über deine Videos, ja, die er denn da ja kopiert seit Jahren. Mit seiner, naja, ist auch egal. Ne? Aber mich kennt er ja auch nicht. Ne. Und das ist ja sowieso das Lustigste, die meisten ja nicht. Ja. Ne? Die meisten ja nicht. Die meisten kennen einen ja nicht persönlich. Oder wenn, dann haben sie mal vielleicht 2, 3 Tage neben einen gestanden, weil sie dachten, businesstechnisch läuft das für die ganz gut, denn bei Klicks und so generieren. Aber trotzdem ist das mit persönlich kennenlernen ja immer noch nicht viel. Ja. Weil wenn du mich persönlich kennst, dann weißt du, was ich morgens esse, dann weißt du, was ich morgens call. Ne? Wie oft haben wir Gespräche auf WhatsApp und alles, wo wir einfach auch mal eine Stunde, 2 Stunden uns einfach totquatschen. So, und dann soll mir mal einer von diesen Hinzköpfen sagen, wie ich das mal gemacht habe. Ja, tatsächlich. Ja, also das nenne ich wirklich kennen. Ja. Ja. Aber das sind die Leute, die auch sagen, wenn das erste Mal eine Frau geküsst hat, ich bin verliebt, Digga. So, weißt du, das sind genau die Leute. Ja, ich bin verliebt, glaube ich. Also, ja. Liebe kommt ja auch erst nach 2, 3 Jahren so, oder was weiß ich, nach einem Jahr. Wenn man die Person auch erst richtig kennt. Du kannst den Menschen erst lieben oder auch dementsprechend kennen, wenn du mit ihnen auch sehr viel Zeit verbringst. Und das hat von denen Spastis keiner gemacht. Vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ich wäre auch gar nichts von denen.
Das ist ja das Lustige, was schreibe ich die ganze Zeit? Ich will gar nichts von denen, weißt du? So, immer wieder so, ich mache so mein Ding, die machen so, und immer wieder kriege ich ja irgendwelche Anschreiben. Was will ich denn? So, weißt du, so, ich heule der Zeit von früher nicht nach, die will ich auch gar nicht mehr haben, ich will jetzt nichts miteinander haben. Leute, geht doch einfach euren Weg, ganz ehrlich, so, was ich meine, geht doch einfach euren beschissenen Weg. Macht euer Ding, ja, und heult nicht immer der Ex nach, die ihr mal kanntet. Also letztendlich weiß ich gar nicht, wie David mich ausnutzen kann und möchte. Das kann ich nicht verstehen. Na, allgemein, ne? Ausnutzen. Bezug zum Ausnutzen. Was hätte ich denn von allen jetzt? Nicht privat, ne? Nutzen, man muss mal unterscheiden zwischen Nutzen und Ausnutzen. Also Nutzen hat man von der Freundschaft was voneinander. Ne? Weil er hat mich, mein Ohr, ich habe sein Ohr. Er hat meine Hilfe, ich habe seine Hilfe. Das ist Nutzen. Ne? Das hat nichts mit Ausnutzen zu tun. Aber ich glaube immer, diejenigen, die das Ausnutzen schnell in den Mund legen, das sind die Menschen, die noch nie wahre Freunde hatten. So, und das Problem ist dann halt einfach, dass die Leute, die auch da immer so hier und da quatschen, die Leute, die bei mir waren, die hatten immer nur von mir profitiert. Nie andersrum. Es gab nie einen größeren Kanal. Es gab nie jemand, der mehr hatte oder von denen ich was gehabt hätte. Gab es einfach nicht. Das ist Real Talk. Ja? Wenn, dann habt ihr mich ausgenutzt. Ganz einfach. Aber selbst das ist mir vollkommen scheißegal. Ja, da würde ich ja, ja, ne? Ich sag ja nur. Ausnutzen, Digga. Also nichtsdestotrotz, war mal wieder so ein kurzes Video, relativ kurz. Aber jetzt mal zum Abschluss nochmal. Freundschaft besteht halt aus mehreren Sachen, die für manch Außenstehender wohl so zeigt, ausnutzen. Aber weiß ich nicht, wenn einer meiner Freunde ein Problem hat, höre ich mir seine Probleme an, genauso wie auch andersrum. Ne? Genauso ist es mit der Hilfe. Ne? Und ich habe auch letztendlich auch nie, als wir David und ich uns kennengelernt haben, bin ich auch nie zu ihm hin und habe gesagt, ey komm, lass mal jetzt auf Kampf und Lifestyle, lass mal hier Videos machen, dies, das. Ich will Abonnenten hier, dies, das, jenes habe ich ja nie gemacht. Von daher musste David immer bei mir ankommen und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Video. Von mir aus kommt sowas ja nie. Ne, auf seinem großen Kanal. Ja, stimmt. Das, ja. Also, Leute. Ne, das sind die meisten, ne? Weißt du, wann sie immer nur. Weißt du, wie sie sich in echt anhören? Wollen brüllen wie ein Löwe, ne? Mhm. Aber durchs Internet hört sich das so an. Das sind nicht hier eure Verstärkung. Ein Stück Taschentuch, ihr Heulsusen. Also, entspannt euch. Alles wird gut. Und ihr ganze Beefkram, dies, das, jenes. Und zumal, jetzt nochmal persönlich an den Kommentator. Du weißt gar nichts. Du bist einfach nur eine arme Wurst. Tatsächlich. Du tust mir ja nicht mal leid, aber letztendlich. Halt einfach die Backen, lass uns doch machen. Du machst doch dein Ding. Mach einfach deine Sachen, die du meinst, die du kannst. Ja, ich mach meine Sachen, die ich kann. Und David macht dann auch so seine Sachen, die er kann. Ne? Und dann sind alle glücklich. Alle sind wir zufrieden. Aber warte mal, er soll die Sachen machen, die er kann. Davon habe ich bisher noch nichts gefunden. Jetzt mal Real Talk, wenn wir bei Real Talk sind. Gut, also auf jeden Fall, genießt das Leben, sei freundlich, nett zueinander, ja? Und den ganzen Beef-Hate-Kram, das hat hier nichts zu suchen. Haut rein!